Red und Antea sind angekommen in Jericho. Die Festung steht uns jetzt offen hier. Und wir müssen jetzt erstmal mit allen Leuten reden, gucken, welche Quest wir hier noch annehmen können und an den anderen Quests, die wir schon dabei haben, weiterarbeiten. Also Leute, willkommen zurück zu Banishers. Moin, hier ist der Angelus. Schön, dass ihr wieder dabei seid in der heutigen Episode hier von Banishers. Dann gucken wir mal, was das vorher noch alles für Geheimnisse zu bieten hat. Vielleicht für Kisten und so weiter. Hier ist auch noch was zum Hochklettern. Und vielen Dank, Leute, für den Daumen nach oben in Folge 40 gestern. Dankeschön. Das war spannend. Hier, vielleicht auch mal in die Richtung gucken, ob da irgendwo was ist zum Runterschießen. Das sind ja auch noch Häuser. Das ist echt groß hier. Könnte vielleicht dauern, in jedes Haus reinzugehen. Nein, jedes kommen wir wahrscheinlich nicht rein. Altes Versteck. Noch eine Karte für einen Schatz? Eliza oder Eliza, mein Großvater ist nun endlich von uns gegangen und ich habe sichergestellt, dass er mir ein kleines Erbe hinterlässt. Es ist nicht viel, aber es wird uns bis zum nächsten Jahr über die Runden bringen. Schon bald werden wir Mann und Frau sein. Wenn du in Not bist, finde ihn. Das Glück begünstigt die, die bei Tagesanbruch erwachen. Auf ewig dein A. Okay. Das Glück begünstigt die, die an Tagesanbruch erwachen. Also irgendwo vielleicht was versteckt an einem Grab oder so. Eliza und A. A-Punkte wäre vielleicht ein Hinweis für irgendwas. Endlich gestorben, der Alte. Hat mir endlich was vererbt. Das ist ja auch nicht so sympathisch. Was? Vielleicht okay. Gibt es einen Schlüssel. Ja, vielleicht. Krieg ändert sich nie. Gibt es einen guten Grund, einen Krieg zu beginnen? Ja, sagen die Könige. Nein, sagen die Witwen. Wen kümmert es, sagen meine militärischen Lehrer. Denn wir sind Soldaten, die für das Kämpfen, Töten und Sterben bezahlt werden. Hätte der Krieg mit den Indianern vermieden werden können? Möglicherweise, ja. Aber es wurde zu viel Verrat begangen und zu viel Blut vergossen, um jemals Frieden zu schließen. Auch unterschiedliche Kulturen. Wir haben als gottesfürchtige und aufstrebende Nation versagt. Und wenn Leuten, die nie die Leichen von Frauen und Kindern von Kolonisten und Eingeborenen in verbrannten Ruinen ihrer Farmen und Dörfer in der regnerischen Morgendämmerung gesehen haben, könnte ich für das Schreiben dieser Zeilen verurteilt werden. Ich gehörte zu den Soldaten, die nach dem Massaker nach Bloody Brook geschickt wurden, um die Leichen zu zählen. Ich gehörte zu denen, die in der großen Sumpfschlacht von 1675 gekämpft haben und auf dieses Gemetzel bin ich nicht stolz. In meinem Träumen werde ich heimgesucht. Ich hoffe aufrichtig, dass das neue Kommando, das ich in New Edentown angetreten habe, mich von jedem neuen Krieg fernhalten wird, den ich zu gewinnen habe. Das Schicksal eines Soldaten. Oh Mann, und es gab echt viele blutige Schlachten zu der Zeit. Und viele verrückte Leute. Wie General Custer oder so. Notiz über die Waffenkammer. Achtung! Das Gebäude ist im schlechten Zustand. Der Zutritt zum Obergeschoss ist verboten. Vorsicht, herabfallende Objekte. Danke für den Hinweis. Ich war schon oben. Ah, ist schon wieder so eine King James Bibel. Da geht's noch runter. Whites Brief an Matthews Familie. Sehr geehrter Mr. Matthews, ich schreibe euch in der Hoffnung, dass euch dieser Brief baldigst erreichen wird, mit welchem ich euch leider über den tragischen Tod eures Sohnes Elliot informieren muss, der kürzlich an den Hängen von Mount Jericho ums Leben kam. Auf einer Exkursion in die Wildnis, um nach Munition zu suchen, wurde der junge Matthews von seinen Kameraden von Feinden angegriffen.
Es betrübt mich zutiefst, euch mitteilen zu müssen, dass alle dabei ihr Leben lassen mussten. Euer Sohn sprach oft von seiner Familie, vor allem von euch, seinem Vater und insbesondere von seiner geliebten Schwester. Ihr sollt wissen, dass Elliot als Held starb. Hochachtungsvoll in tiefster Trauer, Andrew White. Na, das muss man dann auch natürlich als Kommandant immer schreiben an die Familien. Sehr geehrte Dame, ich weiß, wir kennen uns nicht, doch mein Kommandant sagte mir, dass ihr mit dem jungen Talbot Williams, der Miliz von New Eden, verlobt seid. Ein guter und tapferer Mann. Es betrübt mich zutiefst, euch mitteilen zu müssen, dass er tragischerweise von uns gegangen ist. Ja, das hier ist die gleiche Textpassage mit dem Gefecht. Wir werden den jungen Talbot als stets motivierten Freiwilligen in Erinnerung behalten, der sich nie beschwerte, auch dann nicht, wenn ihm alles abverlangt wurde. Es gibt niemanden in der Miliz, der ihn nicht als Freund betrachtet hat. Hochachtungsvoll, Andrew White. Da ist der Nächste weg. Ist die Tür offen von hier? Ja, ne? Ja. Okay. Hätte ja sein können, wenn das Haus gesperrt ist, dass da keiner reinkommt. Oh, Gefängniszellen. Oder Arrestzellen, besser gesagt. Hier ist noch so ein Dings. Hier geht's nicht rein. Da ist auch nichts drin. Okay. Lagerraum. Abgeschlossen. Okay. Wir brauchen also jetzt einen Schlüssel für oben für die Kiste. Dahinter ist auch was, ne? Dahinter dem Lagerraum da. Also ein Schlüssel für die Kiste und ein Schlüssel für hier die Tür. Da kann man auch bestimmt dahinter. Da ist so ein Zwischendoppelband. Gut. Das war das erste Gebäude in Jericho. Und das Aufgaben? Bezüglich Archiv. Alle Akten, Berichte und andere Dokumente, die aus New Eden hierher gebracht wurden, befinden sich jetzt oben in der Waffenkammer unter Verschluss. Wer sie einsehen möchte, wende sich an mich. Okay. Ein paar habe ich oben gesehen und einsehen können. Ein Laden. Ferdinandos? Ah. Ferdinandos Laden. Ich bin ja immer noch der Meinung. Oh. Das ist ja abgeschlossen. Kann ich den Wagen nicht wegschieben von hier aus? Dass Ferdinandos nur das Geld wollte von der Dame. Geschlossen. Sind wir hier richtig? Jemand zu Hause? Keiner da. Papiere mit Millers Namen drauf. Ja. Hier sind wir richtig. Okay. Schau dich weiter um. Was ist das? Eine Kalimba. Ein Musikinstrument. Ah, kenne ich. Das ist Bantu aus Südostafrika. Mhm. Spielt man mit dem Daumen, mit beiden Daumen und dann sind da so Metallstreben, die man dann so anklingen lässt. Kenne ich. Er ist sehr ordentlich. Unordentliche Händler machen Verlust. Ja. Fell? Fadi liest auf Englisch. Sehr viel, wie es scheint. Nun, niemand ist perfekt. Besitzurkunde. Hiermit wird vermerkt und bestätigt, dass der Besitz des Ladens, der bis dato das Eigentum von Fräulein Rebecca Hartgrave war, nun in Gänze und ohne Schuldenerlass auf Ferdinando Miller übergeht. Es wird ferner durch die zuständigen Rechtsmacht, in diesem Falle meine Wenigkeit, bestätigt, dass das Eigentum gemäß den Regularien registriert werden muss, sobald die Umstände dies erlauben. Pennington. Siehst du, das wurde alles... Er hat das alles geerbt. Ich denke, das ist das alles, was er haben wollte. Geld und den Laden. Ein Stück Holz, das zu einem Amulett geschnitzt wurde. Es ist jedoch unvollendet. Vielleicht hat da Rebecca dran gearbeitet, weil sie ihn ja so geliebt hat. Er stellt Schutzamulette her. Oder so. Nutzlosen Krimskrams wohl eher. Er gibt sich Mühe, sie von sich fernzuhalten.
Oder so. Vielleicht wollte sie ihm etwas antun. Nee, nee. Er hat Angst. Vor was hat er Angst? Was wissen wir nicht? Durchsuchen wir den Laden. Hexenkunde wendet er an, oder Dämonologie, um Geister fernzuhalten. Er will nicht, dass sie ihn hier heimsucht. Also trifft das ja noch mehr zu. Ich dachte, sie wollte hier was basteln, aber nee, das sind seine Schutzamulette hier. Deswegen kann sie sich nicht mehr nähern. Ferdinando Miller will sich eines Geistes entledigen. Ich glaube, das ist schon fast eindeutig, wie diese Quest enden wird. Waren zum Handeln? Es ist alles noch verpackt. Vielleicht möchte er weiterziehen. Wer könnte es ihm verdenken? Wie kann ich die Kiste denn nicht öffnen? Nein, nicht da rein. Na, weil ich X gedrückt habe für die Kiste. So, dann müssen wir jetzt wieder rein. Brauchen wir noch eine weitere Kiste, wo wir jetzt keinen Schlüssel für haben. Mal gucken, was wir im Hauptladen hier noch drin finden. Ich dachte, sie wollte gerade was sagen wegen der Dings da. Der Spindel. Waren von überraschend guter Qualität. Ja. In New Eden kann es kaum noch Menschen geben, die sich sowas leisten können. Alles sehr, sehr nett. Inventarliste. 18. Juni. Inga soll's Gemischtwaren laden. Gepäckstücke und Schmuckkästchen. Ja, haben nur ein paar Sachen. Rebecca. Kalligrafiekasten. 1 von 4. Okay. Rebecca hat sogar Kalligrafie gemacht. Auch nett. Es scheint ihm finanziell erstaunlich gut zu gehen. Mhm. Wo hat er bloß all das Zeug her? Alles geerbt. Und geklaut. Rebecca Hardgraves Testament. Letzter Wille und Testament. Ich, Fräulein Rebecca Hardgrave, in der Stadt New Eden, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, habe die feste Absicht, Ferdinand Miller im Falle meines Todes meinen gesamten Besitz zu vermachen, einschließlich folgender Sachen. Schmuckkästchen, Gemälde und Spiegel, eine Buchsammlung, sämtliche Gepäckstücke und deren Inhalt, ein Kalligrafiekasten, diverse Möbelstücke, sämtliches Geld in meinem Besitz, in meinem Geschäft oder auf einer Bank und so weiter. Puh, einfach alles. Rebeccas Testament. Sie war reich. Ja. Und hinterließ ihm alles. Da hat er also die ganzen Waren her. Ja. Ja, die Liste stimmt mit den Verkaufsunterlagen überein. Wenn ihr mein Geld anrührt, seid ihr tot. Aha. Was tut ihr hier? Rauben, würde ich vermuten. Ich bin kein Dieb, Mr. Miller. Ich bin der Verbanner. Ich habe Helen Priest zurück zum Fort gebracht. Ein Verbanner? Diebe sind geübte Lügner. Woher kennt ihr meinen Namen? Das gehört zu meinem Geschäft, sowas zu wissen. Red McWraith. Wenn ihr ein Verbanner von Geistern seid, dann seid ihr hier richtig. Ich habe Geld. Ach, wirklich. Rebecca hat mich geschickt. Rebecca sucht euch heim. Nee, sie hat mich auch geschickt. Ja, ich bin Rebecca bereits begegnet. Sie war es, die mich geschickt hat, euch aufzuspüren. Sie sorgt sich um euch. Sie sagt, sie liebt euch. Die Engländer nennen das Bockmist. Aha. Ich nenne dich Bockmist. Hat sie gelogen? Nee, hat sie nicht. Warum würde sie euch ihren Besitz vermachen? Wenn es keine Liebe war, warum hat sie euch dann ihr Vermögen hinterlassen? Was kümmert euch das? Es ist irrelevant. Ihr seid ein Verbanner. Es ist eure Aufgabe, sie loszuwerden. Könnt ihr euch nicht darauf konzentrieren? Immer mit der Ruhe, Mr. Miller. Ich muss zunächst Rebeccas Hab und Gut betrachten. Ich habe es verkauft. Alles. In der Tat? An wen? Keine Ahnung. Irgendjemand. Ich habe es aufgeschrieben. Ist in der Kasse. Lest es, wenn ihr wollt. 2 kürzliche Transaktionen. An den Schmied und an Ingersolls Laden. Okay, der Schmied und Ingersolls Laden. Gut. Das war das Dokument, was ich ihm angeschaut hatte.
Was gibt's sonst noch Neues hier? Ein Ladenbesitzer bekommt vieles mit. Was habt ihr denn so mitbekommen, Mr. Miller? Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie. Über Captain Pennington. Was könnt ihr mir über Captain Pennington erzählen? Er hat kein Problem mit mir. Ich habe kein Problem mit ihm. Er respektierte Rebeccas Wunsch, gab mir, was mein ist. Meine Freiheit, ihr Anwesen. Hat mich als Mensch betrachtet und die Papiere unterzeichnet. Und wer anderer Auffassung war und sich beschwerte, den stutzte er zurecht. Aha. Naja, wenn es ihm im Testament stand, konnte er halt nichts anderes machen, als das als Recht durchsetzen halt. Das ist ja das Testamentsystem halt. So funktioniert das. Aber wie er daran gekommen ist, an das Testament, dass sie ihn alles vermacht hat, das ist eine andere Geschichte, glaube ich. Was sagt er über Helen? Wie denkt ihr über Helen Priest? Ich denke gar nichts über Helen Priest. Ich gehe ihr aus dem Weg. Und hoffentlich geht sie mir aus dem Weg. Hoffentlich, sagt er. Okay. Hat er ein Problem mit Frauen oder was? Über Fort Jericho. Wie denkt ihr, stehen die Dinge im Fort? Seht euch um. Es herrscht Verzweiflung. Habt ihr gehört, wie es klingt, wenn ihre Leiber gegen das Holz schlagen? Ich bin ein mutiger Mann. Ich habe viel erlebt. Aber das ist zu viel für mich. Ich weiß nicht, was ihr Leute diesem Land angetan habt, aber es gibt kaum Hoffnung und keine drin. Tja. Was hat er noch im Laden? Eure Waren sehen interessant aus. Lasst uns handeln. Nun sprecht ihr meine Sprache, mein Freund. Ja, da wieder die Geldzeichen im Gesicht. Das ist alles, was du hast? Fell, Leder und so ein Scheiß? Guck mal, hier im Besitz 327. Sind fast 700, 270. Leinen habe ich gar keine im Inventar. Ja, es ist in den... Ah, guck mal, es ist in den Ecken zu finden. Oder kann von Händlern erworben werden. Weil ich nicht in den Ecken war, kriege ich keine Leinen. Das ist ja doof, ne? Ich kaufe mal ein paar. Nicht so viel. Wobei, wie viel, was kostet das? 40 Stück? Mehr hat er nicht? Kostet nur 160? Ja, mach mal. So, euer Zuhause ist gut geschützt. Ihr habt euch wahrlich Mühe gegeben, euer Zuhause zu schützen, nicht wahr? Ihr habt ohne meine Erlaubnis in meinem Haus herumgeschnüffelt. Ich weiß, was ich tue. Ich will mal großzügig sein. Nichts davon bringt auch nur das Geringste. Der Kranz nicht, das Amulett ebenso wenig, nichts davon funktioniert. Aber es sieht hübsch aus. Die Brosche funktioniert. Ja. Stimmt. Sie kam nicht mehr zurück. Endlich schlafe ich wieder. Ich höre, wie sie mich ruft. Meinen Namen flüstert. Ich wache auf und sie liegt neben mir. Unsere Blicke treffen sich. Sie starrt mich an. Sie will mich nicht zufrieden lassen. Sie ist eine Nkishi, ein Dämon. Verbannt sie! Ich bezahle euch. Ich brauche das Geld. Abgemacht. Was? Erstmal gucken, was sie dazu noch sagt. Sag doch nicht gleich sowas. Lebt wohl, Mr. Miller. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Wenn ihr Waren sucht, kommt zu mir. Also von ihm spürt man jetzt überhaupt keine Trauer, dass sie weg ist oder dergleichen. Er ist ziemlich gut drauf, scheint so. Hier liegen noch mehrere Briefe. Okay, Brief von Bathsheba Ingersoll, Mr. Miller. Ich versichere euch, dass euch diese Brosche nachts wieder gut schlafen lässt. Governor Haskell höchstpersönlich hat sie mir verkauft und mir versichert, dass sie die Gedanken und die Seele beruhigt. Und dieser Mann muss es ja wissen. Ich werde sie für euch zurückhalten, aber überlegt nicht zu lange, sonst muss ich sie anderweitig verkaufen. Und glaubt mir, es gibt genug Interessenten. Da hat er die Brosche her, die jetzt den Geist fernhält. Das hatten wir. Und hier stand halt drin, dass das, dass wir zum Schmied und so müssen, die das gekauft haben, ne? Schmied wurde das Kalligraphie-Set verkauft. Inga soll es Gemischtwarenladen, wurde das Gemälde und das Porträt verkauft. Und hier wieder der Schmied. Okay, und Inga soll. Das sind, ah gut, das sind nur die beiden Kunden. Inga soll's
Ingersolls Laden und die Schmiede. Ja. Notiert. Er hat alles verkauft. Mhm. All ihre Sachen. Ja. Und zwar ziemlich schnell. Ja. Wollte er ein neues Kapitel ein? Nee. Weshalb die Eile? Weshalb die Eile? Wenn Geld. Wir ihre Sachen aufspüren, verraten sie es uns womöglich. Er wollte das Geld haben. Hier kann man wieder raus nach Fort Jericho. Können wir uns hier durchquetschen? Hä? Sieht gar nicht so aus, als könnte man durch... Guck dir mal die Kratzer an den Wänden. Da kommen wir nicht durch. So, machen wir hier bei den Gebäuden weiter, sodass wir einmal komplett drumherum laufen, alles angucken. Brief des Gefreiten Talbot Williams. Meine liebste Ethel, mir bleibt nur wenig Zeit, diesen Brief zu schreiben, und ich weiß nicht, ob er dich je erreichen wird. Wir werden angegriffen von Wesen, die nicht menschlich sind. Die Toten kommen uns holen, unsere Leute sterben und unser Munitionsvorrat geht zur Neige. Bete für uns. Natürlich. Dafür benötigen wir einen Schlüssel. Natürlich. Alles ist hier abgeschlossen, ey. Sind auf jeden Fall Sachen drin, das sehen wir. Da ist eine Kiste. Kann ich die aufschießen? Ja. Dafür brauche ich jetzt keinen Schlüssel mehr. Aber ich muss auch. Aber hier auf die andere Seite müsste ich, um da hinzukommen. Und da geht's da nicht durch. Und da oben auch nicht durch. So, was haben wir denn hier drin? Also, Mr. Peabody, ich werde jetzt die erste Beule aufstechen. Au! Bereit? Dieselbe verschissene Frage jedes verschissene Mal. Nein, ich bin verdammt nochmal nicht bereit. Ausgezeichnet. Dann fangen wir an. Vorsichtig! Verdammte Scheiße! Vorsichtiger! Oh! Ich weiß. Ich weiß. Er hat eine Krankheit und sie muss die Beulen aufstechen? Hat er Beulenpest oder was? Beulen aufschneiden, ey. Das ist auch hart, glaube ich. Wer zum Teufel seid ihr? Königin Maria Stuart? Ich hatte die Ehre, Maria die Zweite kennenzulernen und fand sie ein wenig hübscher als mich. Ich bin Red McGrath, Verbanner. Hä? Der Verbanner will also den kranken alten Cotton Peabody bestaunen. Verschwindet! Er stinkt plötzlich nach Tod hier, Schotter, und ich bin's nicht. Cotton Peabody, okay. Wo habt ihr gekämpft? Wo habt ihr gekämpft, Soldat? Es geht euch einen feuchten Kehricht an, Schotte. Und genau deswegen, mein Freund, kann euch niemand ausstehen. Ihr seid kein Soldat, ihr seid Schläger und Rebell. Und solltet ihr je wirklich auf einem Schlachtfeld gestanden haben, habt ihr sicher verloren. Ich bin ein echter Soldat. Hab mir alles selbst beigebracht. Die heimische Farm verlassen, um die Indianer zu bekämpfen, waren harte Zeiten. Hab unter dem Captain höchstpersönlich gekämpft und dann bin ich ihm hierher gefolgt und der Miliz beigetreten. Seit wann seid ihr krank? Was kümmert's euch? Mir geht's noch gut genug, einem Schottenlümmel wie euch die Leviten zu lesen. Ja, wenn ich krank bin, werde ich auch missmutig. Ach, die Rivalität noch damals zwischen Engländern und Schotten, ne? Was gibt es Neues hier? Was gibt es Neues hier? Hierher kommt niemand, um mit mir zu plaudern. Der Captain war einmal da. Hat sich um Andrew White gesorgt. Der alte Junge schreit wohl im Schlaf. Das scheint hier keine Seltenheit zu sein. White ist Torwächter, richtig? Hm. Was ist seine Geschichte? Er sieht Geister im Schlaf. Albträume natürlich. Die echten Geister suchen dich heim, wenn du wach bist. Okay. Was sagt er über den Captain? Erzählt mir vom Captain. Ihr könnt offen sprechen, ich werde ihm nichts davon berichten. Er kann das ruhig hören. Der Captain ist der Beste von uns und ich diene ihm mit Stolz. Und wenn er um Rat bittet, werde ich ihn ebenso mit Stolz geben. Nicht, dass er das noch tun würde. Er hat wohl zu viel zu tun im Moment. Für Menschen wie den Captain ist Zeit ein wertvolles Gut, nicht wahr?
Naja, ich denke mal, er besucht dich nicht mehr, weil du jetzt krank bist und er die anderen Kranken ja auch schon in der Mine eingesperrt hat und will jetzt deswegen mit dir keinen Kontakt mehr haben. Okay, über Helen? Sagt mir mehr über Helen Priest. Ihr habt mein Wort, dass sie nichts davon erfahren wird. Die Frau des Lieutenants. Die Stellvertreterin des Captains. Jetzt hat sie das Kommando. Was für ein Aufstieg, nicht wahr? Ja. Hat sie doch verdient. Und, wie läuft's sonst so in Jericho? Wie läuft das Leben im Fort? Was wollt ihr hören? Es ist kalt. Wir haben Hunger. Willkommen im Paradies. Oh, klingt doch positiv. Weitermachen, Mr. Peabody. Wir sehen uns. Weitermachen. Aber es ist ja nicht so, als könnte ich irgendwo anders hin. Ja, ja. Weitermachen mit rumliegen und sich Beulen aufstechen zu lassen. Spannendes Leben. Anne Wings medizinische Aufzeichnungen. Erste Amputation, noch sehr jung, armer Junge. Mindlore kennt sich mit Kräutermedizin aus und wird mich unterrichten. Ich konnte einen Soldaten nach 5 Tagen Fieber heilen. Eupatorium perfoliatum, auch Wasserhanf genannt. Okay, und gegen Rückenschmerzen bringe Wirkung. Na dann. Sonnenhut hat die Zahnschmerzen des alten Miller gelindert. Cool. Zahn rausgetreten. Trauben, Silberbergkerze gegen Unterleibsschmerzen. Darf ich nicht vergessen, okay. Gerüchte über eine Epidemie in den Minen unter den Bergen. Man hat mir verboten, dorthin zu gehen. Das verärgert mich. Ich habe heute gelernt, dass man mit Öl aus Winterlieb die Beschwerden von Königsübel linden kann. Ich bete, dass ich es niemals brauchen werde. Königsübel? Ist das Durchfall? Wurzeln des Himbeerstrauchs heilt Dysenterie, verursacht sie aber womöglich auch. Okay, Blätter getrocknet, bla, das sind einfach nur irgendwelche Rezepte. Nicht trüb und braun, trübgelbe Flüssigkeit. Scharfer Geschmack. Vielleicht funktioniert das auch mit Wintergrün. Weiß ich nicht. Was ist da neben mir? Ah. So, sie ist also hier die Heilerin. Entschuldigt, ich wollte euch nicht über den Mund fahren. Hallo. Ich konzentriere mich nur gern auf einen Patienten. Ja. Willkommen auf der Krankenstation. Ich bin Schwester Wings, oder Anne, wenn euch das lieber ist. Ich bin Verbanner. McWraith ist der Name. Aber nennt mich einfach Red. Red, es freut mich, ein freundliches Gesicht hier zu sehen. Oder überhaupt jemanden. Was kann ich für euch tun? Freut mich gerade auch, dass sie ein wenig freundlich ist. Nicht wie die andere Ärzte, die wir im Jägerlager hatten. Die waren nicht so freundlich. Okay. Wie seid ihr hier gelandet? Also, wie seid ihr hier gelandet? Was hat euch dazu gebracht, Krankenschwester zu werden? Das, mein Herr, ist eine äußerst persönliche Frage. Ich mag Persönlichkeit. Ich verstehe. Als Kind war ich krank. Sehr krank. Seitdem möchte ich anderen helfen, die krank sind. Deshalb bin ich hier. Und was ist mit euch? Oh, ich bin nicht krank. So wie ihr? Nee. Ich habe mich in eine Verbannerin verliebt. Ja. Ich verliebte mich in eine Verbannerin. Eine der besten. Meine glücklichsten Jahre habe ich mit ihr verbracht. Und wo ist sie jetzt? Antea starb im Haupthaus, in New Eden Town. Ah, ihr wart das. Ich hätte es wissen müssen. Mein aufrichtiges Beileid, Red. Es tut mir so leid. Okay, wie kommt es, dass ihr nur einen Patienten habt? Wie kommt es übrigens, dass ihr in diesen Zeiten nur diesen einen Patienten habt? Mr. Peabodys Krankheit ist kein schöner Anblick. Fort Jericho hat Erfahrungen mit ansteckenden Krankheiten. Die Leute haben Angst. Das glaube ich. An was leidet er genau? An was leidet er? Darauf steht mir keine Antwort zu. Ihr müsst ihn schon selbst fragen. Okay, die Krankenschwester weiß nicht, was er hat und er selbst aber schon, oder was?
Ich verstehe. In Ordnung. Ich verstehe. Fürchtet ihr euch nicht vor einer Infektion? Fürchtet ihr euch nicht vor einer Infektion? Wenn es so wäre, würdet ihr es nicht merken. Ja. Was gibt's sonst noch Neues? Über was spricht man hier so? Ich treffe nicht viele Leute. Ich bin eigentlich nur hier, alleine. Keine Besucher? Keine anderen Patienten? Helen Priest kommt öfter vorbei, wenn sie Zeit hat. Captain Pennington hat Mr. Peabody öfter besucht, aber er war schon länger nicht mehr hier. Mhm. Sonst noch was über Pennington? Was könnt ihr mir über Captain Pennington sagen? Er hat gegen König Philipp und die Wampanoag gekämpft. Und zwar sehr gut, wie man hört. Er mag unsympathisch sein, aber ich urteile nicht. Okay. Er hat also doch irgendwo gekämpft. Und Helen? Erzählt mir von Helen Priest. Die Witwe des tapferen Lieutenant. Er ist schon einige Jahre tot, aber sie blieb Witwe. Sie ist ebenso ein Soldat wie ihr toter Gemahl. Eine Kämpferin, souverän. Selbst nach seinem Tod ist sein Einfluss auf sie noch spürbar. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich weiß, wie sich das anfühlt. Scheint, dass das hier wieder darauf hinausläuft, ob Pennington später hier bleibt und das Kommando hat oder Helen. So wie, dass man sich zwischen den beiden Schwestern da auch entscheiden konnte oder sowas. Und über die Krankenschwester. Und wie sieht es mit euch aus? Wie fühlt ihr euch? Ich bin am Leben und gesund. Ich beschwere mich nicht. Ich kann stark sein für die, die weniger Glück hatten. Ihr seid herzensgut, Schwester Winx. Ich gebe mein Bestes, Mr. McGrath. Sicherlich tut ihr das ebenfalls. Ja. Macht auf jeden Fall so den Eindruck bei der Dame. Lebt wohl, Schwester Winx. Lebt wohl und bleibt gesund. Zum Glück keine Broken Wings. Hier ist zu. Da könnte ich doch hinter das Haus und dann da hinten vielleicht, wo ich das aufgeschossen habe, hin. Das ist ja einfach zu. Saftladen. Welch Anblick für meine wunden Augen. Naja, allerspätestens jetzt sind sie wund. Das eine auf jeden Fall. Nicht viele Besucher, oder? Ja, und genauso gefällt es mir. Okay. Ah, ich dachte, ich kann ihn jetzt wegen der Infektion ansprechen, aber nee. Weitermachen, Mr. Peabody. Wir sehen uns. Aber es ist ja nicht so, als könnte ich irgendwo anders hin. Okay. Ganz schön viel Information wieder, die wir hier erhalten. Nach dahinter komme ich dann also nicht. Auch nicht, also wahrscheinlich muss ich irgendwo von außen dahin, dann wieder da raus. Dann da hinter den Zaun, dann da rein und dann kommt man da auch an die Hintertür. Nee, an die Hintertür nicht. Weil da kommst du, Leute, denke ich, auch nicht durch. Naja, werde ich alles finden. Also Leute, vielen Dank fürs Einschalten in der heutigen Episode. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen, schon mal die ersten Informationen hier zu bekommen. Und das war jetzt nur der hintere Bereich von Fort Jericho. Also hier das Gebäude, hier der Händler und diese beiden. Jetzt geht es dann weiter hierhin. Und machen wir hier so den Rundgang weiter und machen auch die beiden Geistergeschichten weiter. Viel zu tun. Aber macht Bock. Also Leute, bis zur nächsten Folge. Haut rein, bis dann. Ciao.